Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Top-10-Liste. Heute die Dual Berettas. Ich beginne hier auch direkt wieder auf dem 10. Platz. Das sind die Dual Berettas Emerald bei mir. Viele fragen sich jetzt, warum? Warum sind die denn so weit hinten? Du bist doch Grünliebhaber. Das ist richtig, aber es gibt so viele geile Skins, so viele besondere Skins auch bei den Dual Berettas. Ich habe mir vorhin alle Skins angeschaut und es waren 2, 3 dabei, die ich noch nie gesehen hatte. Und auch hier war die Liste, oder vielmehr die Erstellung der Liste auch nicht einfach. Also ich hätte auf Platz 10 mehrere machen können, mit eigener Reihenfolge auf Platz 9 auch und so weiter und so fort. Aber ja gut, es ist halt eine Top 10, darum ist jetzt auch gleich der 9. Platz dran. Die Teile sind vom Wert her 19 Euro wert, in Minimalware und in FN auch. Ich sage das jetzt nur hier mit dazu, weil sie halt irgendwie komischerweise fast gleich viel wert sind. FN, MW, andere Angaben gibt es nicht. Ich werde hier bei der Liste wieder ausschließlich den FT-Wert angeben, sofern er vorhanden ist, und er wird auch irgendwo oben auftauchen. Also welche Nummer wir gerade haben, der wievielte Platz und was die Dinger wert sind. Weiter geht's zu Platz 9. 9. Platz, die Duels Elite 1-6. Die liegen bei mir aufgrund der Nostalgie halt so weit vorne auf dem 9. Platz. Die sehen an sich nicht ultimativ super duper aus, aber haben sie damals halt auch nicht. Und 1-6 habe ich dann doch recht viel gespielt. Nicht, also bei weitem nicht so viel wie Source, aber dennoch weckt halt einfach Erinnerung. Also es ist eine schöne Sache, ne? Und gerade für so einen alten Bock wie mich halt perfekt. Also auch als die rauskamen, haben sich ja ganz viele gefreut. Oh Mensch, ich meine, generell die Kiste CS20 war ja schon was für die alten Hasen. Die Teile kosten NFT 8 Cent und ja, sehen halt aus, wie sie aussehen. 8. Platz, diese wunderbaren Teile hier. Wieder grün, ja, und diesmal aber auch mehr zu sehen. Die Emeralds sind zwar schon nice, aber hier gefällt mir dann doch das gesamte Design eben besser. Es passt meiner Meinung nach besser auf die Duels als eben diese reine Emerald-Geschichte. Preislich FT bei 1,63 €, also gar nicht mal so ranzig. Aber ja gut, wir sind ja auch erst noch nur auf dem 8. Platz. Gehen wir mal weiter zu Platz Nummer 7. Die Dueling Dragons liegen auf meinem 7. Platz und die habe ich eine ganze Weile gespielt. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Hier macht der Griff halt einiges aus. Also wenn der gesamte Skin nur so wäre wie der Lauf, der Schlitten und so weiter und so fort, dann wäre das bei weitem nicht so geil wie so. Also das sind auf jeden Fall solche Kartell-Dinger. Die hängen irgendwo im echten Leben, ich bin mir sicher, irgendwo auf der Welt, hängen die bei einem Kartellboss genauso an der Wand. Beide so. So richtig, richtig sweet. Preislich FT 29 Cent. Und ja, ich finde, verdient der 7. Platz auf jeden Fall. Der 6. Platz geht in eine ähnliche Richtung. Also, dass die sicherlich auch irgendwo hängen, aber halt dann nicht bei... Also ich habe da jetzt eben halt an so asiatische Geschichten gedacht. Die hängen jetzt eher so bei einem Russen oder sowas, bei einem Russen-Mafia-Boss oder so im Büro halt rum, ne? So zum Nachdenken. Die Griffe, schön grün, hier haben wir auch wieder das Grün. Auch das Gold gefällt mir in dieser Konstellation sehr gut. Eigentlich bin ich kein so großer Gold-Fan. Ich weiß noch, als wir hier eingezogen sind, waren die Armaturen im Bad, da war alles so Gold. Also nicht echt Gold und auch nicht so protzig, aber trotzdem so komisch. Vielleicht gerade, weil es nicht protzig war, sondern so. Es war halt einfach ganz viel Gold mit dabei. Das war grauselig. Also da ist immer noch viel Gold mit dabei. Ich meine, das haben wir so mit übernommen. Da kaufe ich ja nichts Neues. Ich bin nicht wahnsinnig. Aber trotzdem, naja, aber hier gefällt mir es doch sehr, sehr gut. Und die haben mich auch schon eine ganze Weile begleitet. 47 Cent NFT. Und weiter geht's. Der 5. Platz wird von den Twin Turbos belegt. Ich denke, bei vielen werden die viel weiter oben stehen noch. Mir gefallen sie ganz gut, weil sie eben ja schön bunt sind. Aber die Farbwahl gefällt mir hier nicht so gut. Es passt schon ganz gut. Es passt gut. Aber ich finde die halt nicht so schön. Also da gibt es gleich noch viel, 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 viel bessere, die auch recht bunt sind und meiner Meinung nach einfach bessere Farben haben. Aus meiner Sicht, ne? Olivia Racing. So. Wie gesagt, 5. Platz. Die Dinger sind in Field Tested 4,85 € wert oder in Souvenir Field Tested 22,88 €. Weiter geht's mit dem 4. Platz. Dort liegen die Desaster-Waffen und die Katze kam gerade dazu. Ja, und zwar eben die Desaster. Hier gefällt mir die Abstimmung der Farben sehr, sehr gut. Das Design ist ultra nice. Erinnert mich stark an Mass Effect, dieser Bereich hier, oder generell dieser gesamte Bereich hier. Vielleicht sogar die ganze Waffe, Mass Effect-mäßig. Es ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall stimme ich darum auch Platz 4.
und eben nicht weiter unten, auch wenn sie gar nicht jetzt irgendwie großartig bunt sind. Aber die finde ich wirklich sehr, sehr schick. In FT für 1,79 € zu haben. Jetzt folgen wir die vorderen drei Plätze mit der Katze zusammen. Und hier frage ich wie immer, hast du eine eigene Top-Liste? Ist auch später wichtig fürs Giveaway, Obacht. Hast du eine eigene Lieblingsduel, Barretta oder halt irgendwie Top 3, Top 5, was weiß ich. Deine Top-Liste der Bretters. Hast du was am Start? Falls ja, hau raus. Wenn nicht, dann nicht. Meine vordersten drei Plätze folgen jetzt. Die Katze nervt mich gerade ultra, die knabbert an meinen Händen rum. Natürlich könnt ihr auch wie immer raten, was ich wohl auf Platz 3, 2 und 1 habe. Let's go! Platz Nummer 3, Cobra Strike. Auch sehr stimmig und halt grün. War klar, dass es bei mir sehr weit vorne liegt. Ich denke, da muss man gar nicht viel erklären. Sehr leckere Teile. Katze, bitte! Für 37 €. Das ist wirklich, das ist eine Menge Geld. Also für Berettas ist das eine Riesenmenge Geld, aber wer unbedingt Bock hat, der muss da durch. Platz Nummer 2, Flora Canimora. Ich denke, das haben alle gewusst. Beziehungsweise Platz 1 und Platz 2 ist bestimmt jedem klar. Die Cobra Strike hat sich da vielleicht reingeschlichen, die vorderen Top 3 eben. Aber ich denke, jeder, der mich kennt, der weiß, dass die Flora Canimora bei mir in den Top 3 irgendwo ist. Und auch den ersten Platz wird man wohl in den Top 3, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz, vermutet haben. Ultra, ultra, ultra geiles Design. Mir gefallen solche Sachen extrem gut. Also wo halt wirklich richtig was drauf ist, richtig was zu sehen ist. Nicht nur ein Farbschema oder sowas, sondern wirklich so eine Pflanze. Sehr, sehr geil. Natürlich auch sehr nah an diesem Little Shop of Horror, oder wie er heißt, Film. Pretty, pretty nice. In FT für 1,12 €, auch wirklich locker zu haben. Und jetzt folgt der erste Platz mit Trommelwirbel. Und dort liegt die Melon Drama. Ich denke, das war für jeden irgendwie klar. Also ich finde das Teil so nice, es sieht so ultimativ cool aus. Perfekt, wirklich, wirklich, wirklich perfekt. Es sieht so sweet aus. Genau so muss ein erster Platz sein. Meine Damen und Herren, FT 2,20 €, lächerlich. Und das wäre es dann soweit gewesen mit diesem Top 10. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, dass ihr auch eine eigene Liste reinjallert, denn wir machen jetzt noch ein Giveaway. Doch zuerst lösen wir das letzte auf. Es gab eine Souvenir Glock 18 Pink Didipad für euch. Das Teil habe ich in dem Video herausgehauen, in dem es darum ging, wie viel man bei Steam ausgegeben hat. Und das war auch die Code Phrase. Also man... Mein Numpad ist irgendwie im Ass. Ich habe es ausgemacht. Ah ja, Fettleibigkeit siegt. Man musste auch darüber schreiben, also das war die Code Phrase, wie viel man bei Steam ausgegeben hat. Und ich glaube auch, ob die Ausnahmen gut oder schlecht waren. Aber mir reicht es, wenn jetzt hier der Gewinner schreibt, was er ausgegeben hat. Sodle, dann schauen wir rein. Und wir haben hier Tobi, Mensch, Torben, CSGO. Sie haben im Spiel etwa 7823 US-Dollar ausgegeben. Seit dieses Kartenset, das ist, ich weiß zwar nicht, was mit Kartenset jetzt gemeint ist, aber alter Verwalter, fast 8000 $. Achso, und da oben Total Spend 8980, da steht es aber nicht blind. Okay, Gottes Willen. Also Torben, Obacht, fast 9k, bisschen runterkommen mit den Ausgaben. Ich weiß, mit dir kommt, Tobi ist jemand, irgendwie, immer wenn er im Stream ist, sagt er, ich habe wieder 40 Knives gezogen, aus Versehen. Typischer Lacker halt. So Tobi, wir machen das so wie immer, du schreibst unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und schreibst mir bitte in deine Kanalinfo deinen Trade-Link hinein. Ganz, ganz wichtig, okay? Dankeschön. Und für das heutige Giveaway gibt es in Andenken an meinen Platz 1 auch aus der Dreams and Nightmare Collection diese MP5 SD Necro Junior für euch zu gewinnen. Man kann ganz einfach wie folgt mitmachen, indem man, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, einfach irgendwas über die Top 10 Liste schreibt, die man selbst im Kopf hat. Also ihr habt keine Berettas Liste im Kopf oder ihr habt eine, schreibt mir die, ne sowas. Das muss irgendwas damit zu tun haben. Und dann kann man das Ding gewinnen mit dem ultralangen Cork. Das wäre es dann soweit wieder gewesen. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zusehen. Dankeschön. Vielen Dank auch für die Daumen nach oben und vielen, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und wer die neuesten Infos über CSGO haben möchte, also wirklich Update-Infos, wer wissen möchte, was geht gerade voran, was wurde in irgendwelchen Zwischendateien, Ablagen, was weiß ich wo gefunden, der kommt bitte zu uns auf den Discord-Server. Dort gibt es einen Channel, der nennt sich CSGO Update oder CSGO Updates. Und dort werden alle Sachen herausgefischt, die im Internet eben herumgeistern, wo es um aktuelle Updates geht. Also ran, meine Damen und Herren, und later!
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.